Mein Name ist Matthias Thiermann, ich bin der Referent für den Ausschuss Wohnungsbau, Verkehr und Energie. Und ich wünsche Ihnen hier also eine angenehme und interessante, vor allen Dingen erhellende Vortragsreihe oder Vortrag von den zwei Herren, Dr. Götz Ruprecht und Dr. Armin Huke vom Festkörperinstitut, vom Institut für Festkörperkernphysik in Berlin, die Entwickler des Reaktors, und die Schirmherrschaft hat der Herr Josef Seidel, MDL, der AfD-Fraktion, und zwar ist er der energiepolitische Sprecher der Fraktion. Also viel Spannung und Spaß und Interesse. Ja, lieber Matthias, recht herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie gesagt, bin der Fraktionssprecher für Energie, auch Wohnen, Bau, Verkehr. Josef Seidel ist mein Name, bin seit einem Jahr jetzt im Bayerischen Landtag. Nachdem wir mit dem Thema Dual-Fluid-Reaktor im Plenum und bei unserem politischen Gegner, sage ich es mal so, auf taube Ohren gestoßen sind, haben wir gesagt, wir gehen jetzt mehr oder weniger an die Öffentlichkeit, wir wollen das Ganze ein bisschen publik machen. Ich bin seit 2 Jahren mit dem Thema dran, arbeite mich rein mit dem Herrn Thiermann. Und was jetzt da das Interessante drüber ist, ich habe das zuerst nicht glauben können, dass sowas überhaupt gibt, dass wir die Technologie haben, dass die sauber ist, umweltfreundlich ist, Energie im Überfluss möglich ist. Eine Zahl, das werden Sie sich wundern, zwischen Kosten- und Nutzenfaktor, unglaublich. Und leider Gottes wird das jetzt von der Mehrheit in der Politik, von den etablierten Altparteien oder alten Parteien, sagen wir es freundlicher, leider totgeschwiegen. Und das kann man so nicht machen. Wir können nicht hergehen, können sagen, wir brauchen ein Endlager und. Sie werden sich dann wundern. Ich möchte das da nicht zu sehr vorgreifen, weil ich bin wahnsinnig stolz, dass wir unsere beiden Doktoren gewinnen konnten von Berlin, von dem Institut für Festkörperphysik. Und Festkörperkernphysik, genau, das muss so viel Zeit muss sein. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Später machen wir noch eine kurze Diskussionsrunde und ich bitte jetzt den Herrn Dr. Ruprecht ums Wort. Danke. Gut, ja, vielen Dank für die Einladung. Ein bisschen muss ich das vielleicht, also ich bin ja selbst Wissenschaftler, komme aus dem Bereich nukleare Astrophysik ursprünglich. Als Wissenschaftler ist man es jetzt gewohnt, nicht so dick aufzutragen, sondern sagen, wie es ist, aber die Schlüsse können andere ziehen. Und ich werde versuchen, in dem Vortrag das auch dann so nüchtern wie möglich zu machen und die Schlüsse können Sie dann ziehen. Wir haben das Ganze fundiert berechnet und es gibt auch schon Simulationen zum DFR. Deswegen denken wir, dass reaktortechnisch das Ganze Hand und Fuß hat. Aber die wirtschaftlichen Folgen, das müssen Sie halt Sie dann beurteilen, wie das einzuordnen ist. Gut, Sie sehen das Institut für Festkörperkernphysik in Berlin, das ist eine GmbH. Wir haben das noch vor dem Dual-Fluid-Reaktor gegründet, zu mehreren, weil wir da ganz andere Absichten hatten. Das kam dann so ein bisschen zu uns wie die Jungfrau zum Kind, per Zufall, 2011. Also das ist jetzt schon mit Vorlauf noch, also es war schon 2010 eigentlich, schon fast 10 Jahre sind vergangen von der ersten Idee bis heute. Das war damals in der sogenannten Molybdän-Krise entstanden, die Idee zum Dual-Fluid-Reaktor, und hat sich dann aber zu einem eigenständigen Konzept entwickelt. Erstmal zu unserem Mitwirkenden. Das ist ein Team von 5 Erfindern. Damals war ich noch in Kanada am Triumph in Vancouver und habe zusammen mit Herrn Ahmed Hussein die Fackel nach Berlin rübergetragen. Das war aber noch im Grunde noch gar nicht das DFR-Konzept, sondern so eine Art Keimzelle dafür. Wir haben es vor allem Herrn Huke zu verdanken, dass das zu einem vollwertigen Reaktorkonzept entwickelt wurde. Herr Huke beschäftigt sich mit Energietechnik seit seiner Kindheit und sagt immer, er hätte nur deshalb Physik studiert. Und zusammen mit Professor Czerski von der Universität Stettin
und Stefan Gottlieb, der Maschinenbauingenieur an der FH Dortmund ist. Wir kannten uns von Projekten vorher, haben wir das dann zu einem vollwertigen Reaktorkonzept weiterentwickelt. Und die Truppe ist gewachsen. Kann man das Mikrofon hier vielleicht rausnehmen, da muss ich nicht immer mich so verrenken. Das müsste man mit, ich glaube, nach vorne einfach ziehen, ne? Aber es ist sehr... Ja, ach so, ja, muss man mehr Kraft haben. Okay, hatte ich nicht genug Kraft. Gut, ja, das sind weitere Mitspieler dabei. Ziemlich vom Anfang an war auch der Daniel Weißbach dabei. Jetzt relativ neu, Dominik Böhm, ein Chemieingenieur, der frisch mit dem Studium fertig ist und sich vor allem um die pyrochemische Prozesseinheit kümmert. Dazu sage ich dann später noch was. Der Christian Lewitz, der gut vernetzt ist im Bereich Kerntechnik. Und jetzt auch seit jüngerer Zeit Dr. Björn Peters, er ist Physiker, aber hat in der Hochfinanz lange Zeit gearbeitet. Das ist für uns von unschätzbarem Wert, dass das in gewisse Kreise auch getragen wird, denn wir brauchen ja auch eine Finanzierung. Im Moment leben wir immer noch so mehr oder weniger auf Studentenniveau. Es hat sich zwar etwas gebessert durch andere Jobs, aber mit dem Dual-Fluid-Reaktor verdienen wir keinen Cent bisher. Dann Dr. Dieter Hennig, er war Zeit seines Lebens Reaktorphysiker, noch damals in der DDR, hat dann lange am Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz gearbeitet und schreibt auch heute noch mit seinen, ich glaube inzwischen über 80 Jahren, immer noch fleißig Papers. Und ein aktiver Professor, Dr. Raphael Massian-Ruhan, der gar nicht so weit weg sitzt, nämlich hier oben in Garching an der TU München. Gut, das ist die erweiterte Truppe. Es gibt noch einen größeren Kreis von vielen, auch Studenten, die bereits an dem Dual-Fluid-Reaktor rechnen. Und gerade in Polen hat sich jetzt ist ein Projekt finanziert worden. Das nennt sich PhD4Gen, also PhD 4, Ziffer 4, GEN. Gibt es auch eine Webseite zu, .pl. Und da wird der Hochtemperaturreaktor und der Dual-Fluid-Reaktor werden dort gerechnet mit 14 Doktoranden in der Summe. Gut, also man sieht, da ist bereits eine große Aktivität und jetzt geht es darum, ja, erstmal, wie funktioniert der Dual-Fluid-Reaktor überhaupt? Herr Hucke wird dazu noch erheblich mehr sagen. Ich wollte nur mal schnell eine Übersicht geben, um zu verstehen, was eigentlich das Grundprinzip dieses Reaktors ist. Und wie der Name schon andeutet, Dual-Fluid, das sind zwei Flüssigkeiten. Das ist auch das Hauptmerkmal, das auch im Patenttext steht. Denn wir haben das 2011 als Patent angemeldet. Inzwischen, als erstes hatte sich Russland gemeldet und das Patent akzeptiert. Das war letztes Jahr erst. Dauert lange so ein Patentprozess. Und dann Europa und Japan hat jetzt auch das Patent bewilligt. In vielen anderen Ländern ist es noch ausstehend. Da läuft der Prozess noch, der Prüfungsprozess. Gut, also die erste Schleife ist der Brennstoff. Der ist flüssig. Das ist schon mal das Ungewöhnliche. Es gab in der Vergangenheit schon Flüssig-Salz-Konzepte. Also flüssiger Brennstoff ist keine Neuheit an sich. Neu ist, dass der flüssige Brennstoff hier durch ein System von Rohren geleitet wird und er hier im Reaktorkern kritisch wird, aber nicht selbst die Wärme abtransportiert, sondern das Blei dazu genommen wird oder eine zweite Flüssigkeit allgemein gesprochen, um jetzt die Wärme nach außen abzutransportieren. Und dazu komme ich nachher auch noch im Vergleich zum Flüssig-Salz-Konzept, wie man das sonst kennt, wo nur eine Flüssigkeit im Spiel ist, hat das hier erhebliche Vorteile. Man kann beide Kreisläufe dann auf ein Optimum optimieren, also kann beide Kreisläufe optimieren und gleichzeitig eben dann den Reaktor mit höchster Effizienz betreiben. Das spart eine ganze Menge Material und dadurch kann der Reaktor auch kleiner gebaut werden und die Energiedichte erhöht werden. Und das ist eigentlich hier das Entscheidende, die Effizienz des Reaktors. Also die Konzepte in Teilen hat es alle schon mal irgendwo gegeben, aber diese Kombination führt zu einer extrem hohen Effizienz. Und deshalb haben wir das dann auch patentieren lassen. Wie bei allen Flüssigsalz- oder Flüssigbrennstoffreaktoren bietet sich an, dass man auch eine Online-Aufarbeitung macht. Und dadurch fällt auch dieser ganze Prozess der Wiederaufarbeitungskette weg, die man bei heutigen Reaktoren machen muss. Der Brennstoff ist flüssig und er kann hier direkt vor Ort praktisch in einer sogenannten pyrochemischen Prozesseinheit, so benennen wir das, der PPU, aufgearbeitet werden, gereinigt werden. Die Spaltprodukte, die nicht mehr brauchbar sind zunächst, gehen raus und es kann neues Uran oder auch Thorium oder es gibt verschiedenste Brennstoffe, man kann sogar abgebrannte Brennelemente nehmen. Da ist noch genügend Wertstoff drin, kann wieder eingefüttert werden. Alles in Form von
Metall schmelzen oder auch salzen, in unserem Fall Chlorid salzen. Gut, und das ist der Brennstoffkreislauf. Der Wärmekreislauf ist einfach, es fließt von unten nach oben. Wir bevorzugen da flüssiges Blei. Das Ganze arbeitet bei 1000 Grad Celsius, ist also auch ein Hochtemperaturreaktor. Und das Blei kommt von unten etwas kälter rein, nimmt die Wärme auf und führt sie dann an den Wärmetauscher hier. Und das ist dann der konventionelle Teil, der wie ein Kohlekraftwerk auch oder ähnlich funktioniert. Und das geht dann hier zu den Turbinen. Das ist erstmal das Prinzip. Und um jetzt mal die Vorteile anzudeuten, ich wurde gebeten, das mit ISA 2 zu vergleichen. Also wir haben jetzt hier einen Vergleich, so schnell konnten wir da kein passendes Bild finden, mit dem europäischen Druckwasserreaktor, EPR. Hatte ja Siemens entwickelt, aber jetzt ist das alles bei Framatom oder Areva, Entschuldigung. Und er ist auch schon gebaut worden. Man sieht, dass dieser Kern hier, der entspricht im Größenvergleich diesem ganzen Volumen hier. Das ist also etwa das Doppelte bis Dreifache an Volumen und damit auch das hoch 3, also das etwa 3 mal 3 ist 9 mal 3, also das etwa 30-fache an Volumen und damit an Strukturmaterialien. Und das ist der Riesenvorteil von DFR, er benötigt nur ganz geringe Mengen an Strukturmaterialien und deshalb kann man sich's auch leisten, das ist kein Kostenfaktor, hochwertige Strukturmaterialien einzusetzen. Und diese hochwertigen Materialien sind auch korrosionsbeständiger und damit kann man auch die Temperatur hochfahren. Das ist also praktisch so ein Synergieeffekt. Ich würde jetzt gerne mal was Allgemeines sagen, erstmal zu Kernenergie, weil ja viele schon den Abgesang auf die Kernenergie singen und sagen, das ist jetzt mal so eine Zwischentechnologie gewesen. Man beachte mal den Energiegehalt eines Kohlenwasserstoffmoleküls, sage ich etwas salopp, also damit ist gemeint eine Kohlenstoffgruppe innerhalb eines Wasserstoffatoms, eines Wasserstoffmoleküls. Und der Energiegehalt bei der Abtrennung oder bei der Verbrennung, bei der Oxidation ist 2 Elektronenvolt. Und das vergleiche mal mit dem Energiegehalt eines Urankerns, der ist 200 Millionen Elektronenvolt. Also da liegt ein Faktor von 100 Millionen dazwischen und das ist eine unvorstellbare Zahl. In Bezug auf die Energiedichte ist es etwas geringer, wenn man jetzt also das auf die Masse bezieht, aber immerhin noch ein paar Millionen. Und dieser enorme Faktor heißt, dass in der Kernenergie ein derartiges Potenzial schätzt, dass wir das eigentlich, was wir bisher gemacht haben, eher Pipifax war. Also das wird garantiert die Zukunftstechnologie sein. Und hier ist das nochmal visualisiert. Es gibt einen sehr schönen Film, Pandora's Promise. Vielleicht haben Sie das gesehen. Der wurde in Deutschland kaum gezeigt. Es gibt ihn, glaube ich, inzwischen auch synchronisiert. Ist ein Dokumentarfilm über die Anti-Atom-Bewegung damals, die von denen viele allerdings zu Pro-Atom-Leuten geworden sind. Ein sehr interessanter Film, kann ich sehr empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch frei inzwischen auf YouTube. Von Robert Stone und da ist auch am Anfang sehr schön gezeigt, wie sich das vergleicht. Also 16.000 Fass Erdöl entsprechen 1 Kilogramm Uran. Das ist dieser kleine Würfel hier, der ist also hier nicht zu erkennen. Im Zoom sieht man das und das entspricht dieser ganzen Menge an Erdöl. Also das ist ein unglaublicher Faktor und die Frage ist, wie man diese Energie sinnvoll nutzen kann. Hier ist nochmal eine andere Darstellung, wer sich unter der Zahl nichts vorstellen kann. Manche sagen, dafür wurden extra logarithmische Skalen geschaffen. Wenn man das linear darstellt, dann kommt man eben auf diese Papiermenge hier. Wir haben es überprüft, das ist tatsächlich der Papierberg, der man bräuchte, um dieses Verhältnis darzustellen. Gut, um jetzt das besser zu verstehen, wie heutige Kraftwerkstechnik die in diesen Energiegehalt nutzt, muss man einen Begriff lernen, der ist nicht sehr kompliziert. Es ist im Grunde nur ein Quotient. Es handelt sich um den sogenannten Erntefaktor, auch Englisch Energy Return on Invested, EROI. Das ist der während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage produzierte Elektrizität, also alles, was rauskommt an Energie, in dem Fall Elektrizität, geteilt durch alles, was insgesamt in der gesamten Produktionskette aufgewendet wurde. Das heißt, von den Rohstoffen angefangen, der Bau, dann während des Betriebs die Versorgung und auch wieder der Rückbau, inklusive Mining, alles, was dazugehört. So eine Anlage läuft dann vielleicht 40, vielleicht 60, vielleicht 80 Jahre. Irgendwann ist sie dann halt abgeschrieben und dann bildet man diesen Quotienten. Das kann man alles ausrechnen.
Und der Quotient, also hier ist alles, was reinkommt unten. Und hier ist die bereitgestellte Energie. Der Quotient bereitgestellte Energie durch den kumulierten Energieaufwand, also alles, was reingeht, nennt man Erntefaktor. Und der ist eigentlich eine ganz zentrale Größe, um überhaupt verschiedene Energieformen, die man nutzen will, miteinander vergleichen zu können. Es ist logisch, dass ein Erntefaktor von 1 oder unterhalb von 1 keinen Nutzen bringt. Das heißt, man hat mehr Energie reingesteckt, als rausgekommen ist. Sowas lohnt sich nur für spezielle Anwendungen, zum Beispiel Batterien oder Satelliten, wo man eben die Energie nur an eine bestimmte Stelle hin transportieren will und deshalb auch einen Erntefaktor kleiner 1 in Kauf nimmt. Aber für Kraftwerke braucht man selbstverständlich einen Erntefaktor größer 1. Und nicht nur das, man braucht auch einen Erntefaktor, der eine gewisse Schwelle überschreitet. Und zwar haben wir in einem Paper, das 2013 veröffentlicht wurde, in der Zeitschrift Energy, die Wirtschaftlichkeitsschwelle auch ermittelt. Die liegt bei OECD-artigen Staaten bei 7. Und hier haben wir auch sämtliche gebräuchlichen Energie- oder Kraftwerkstechniken, Stromversorgungstechniken miteinander verglichen. Und da schneiden die Erneuerbaren weit unterhalb der Schwelle, also sehr schlecht ab. Diese Werte sind, muss man dazu sagen, mit Pufferung, aber auch ohne Pufferung, also ohne Speichertechnik. Wir haben die billigste, einfachste Speichertechnik, nämlich Wasserspeicher angenommen. Auch ohne diese sind sie nicht besonders gut. Also Wind steigt am meisten auf 16 an, aber es ist eben mit Speicherung bei 4 etwa. Üblich sind in unseren Industriestaaten eher so Erntefaktoren von 30 bis 40. Das sieht man hier. Das ist so der typische Mix, der auch in Deutschland üblich ist. Das ist also der übliche Erntefaktor. Und ein Druckwasserreaktor liegt bei 75. Das ist jetzt erstmal eine gute Nachricht. Er ist also deutlich höher. Die Effizienz ist damit deutlich höher als von Kohle und sogar Wasser. Aber ist die Frage ist, ist das hoch genug? Wenn man jetzt mal wieder vergleicht, der Erntefaktor unterscheidet sich von Kohle zum Beispiel nur um einen Faktor 2,5. Während, wir haben das ja vorhin gesehen, das Verhältnis bei der Spaltung zur Verbrennung eines Kohlenwasserstoffmoleküls eben ein Faktor 100 Millionen ist. Also hier läuft irgendetwas schief. Das haut nicht so ganz hin. Und die Frage ist jetzt, woran liegt das? Und in der Wirtschaftlichkeit, auch dazu wird der Huke noch am Anfang was sagen, kann ein Kernkraftwerk auf diese Weise, auch wenn es einen höheren Erntefaktor hat, nicht wirklich konkurrieren mit Kohle- oder Gaskraftwerken. Ja, hier sieht man schon oder man ahnt es schon. Also das Problem ist, dass bei heutigen Druckwasserreaktoren zunächst mal feste Brennelemente verwendet werden. Und das erfordert einen enormen Aufwand. Das erfordert einen teuren externen Brennstoffkreislauf. Und der zweite Punkt ist, dass nur 1% des abgebauten Urans genutzt werden. 5% sind das vom Brennelement, aber man muss ja vorher anreichern. Das heißt, von dem Uran, das gefördert wurde, ist es tatsächlich nur 1%. Bei der Anreicherung bleibt ja etwa die 5- oder bis 8-fache Menge an abgereicherten Uran übrig. Und damit kann man erstmal auch nichts anfangen, obwohl das eigentlich den gleichen Energiegehalt hat wie das Uran-235. Aber es ist eben nicht wirklich nutzbar in heutigen thermischen Reaktoren. Das heißt, man hat hier 99% Abfall. Ich vergleiche das immer gern mit dem Köhlern. Das ist also bei der Herstellung von Kohle so, als würde man hinterher die Kohle wegschmeißen und nur das, was man beim Köhlern an leichter Wärme gewonnen hat, dann verwerten. Also das ist völlig irrsinnig, was man hier im Moment macht. Das sind also Wertstoffe, die da übrig bleiben. Und ja, das nächste Problem ist die niedrige Leistungsdichte. Und man sieht das an der Größe. Wir haben es auch am Größenvergleich mit dem DFR gesehen. Niedrige Leistungsdichte heißt eben einen hohen Materialaufwand. Dann kommt noch hinzu, speziell bei Druckwasserreaktoren, aber auch bei Siedewasserreaktoren, dass sie mit einem hohen Innendruck arbeiten, was entsprechend Sicherheitsanforderungen, Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Und auch das kostet und das reduziert auch den Erntefaktor. Also die können wir zusammenfassen, die heutige Kernenergie ist effizienter als alle anderen Energiesysteme, aber es ist erstens viel mehr möglich, aber auch nicht so, dass es im heutigen Zustand konkurrieren kann mit anderen Kraftwerken.
Hier ist das nochmal dargestellt, was die Zusammensetzung ist in der Brennstoffkette. Und man sieht, dass 40%, und das liegt eben an der ineffizienten Nutzung des Natururans, allein für den Uranabbau drauf geht. Und hinzu kommt dann die Anreicherung. Dazu muss man sagen, die Anreicherungstechnik hat sich ganz enorm entwickelt. In der Anfangszeit, noch in den 40er Jahren, hatte man ja noch in der Kriegszeit Bedenken, dass man nicht genug angereichertes Uran bekommen kann, weil man sehr einfache Diffusionstechniken hatte. Man ist dann aber später schon sehr schnell übergegangen zur Zentrifugentechnik und die ist deutlich effizienter. Hier sieht man, dass der Erntefaktor im Vergleich von 100% Diffusionsanreicherung verglichen mit dem Mix vor ein paar Jahren noch, das war 17% Diffusionsanreicherung und der Rest Zentrifuge, allein hier schon stark angestiegen ist. Und dann nochmal bei 100% Zentrifuge, wie es eigentlich heute ist, also die Zahlen waren da etwas veraltet, ist der Erntefaktor, steigt der Erntefaktor auf 105 an. Und 105 ist schon dicht an dem, was man mit heutigen Druckwasserreaktoren überhaupt erreichen kann. Wenn man jetzt übergeht zur Laseranreicherung, was als nächstes kommt, dann erreicht man schon den Grenzwert von 115 und viel mehr ist dann aus den Druckwasserreaktoren auch nicht mehr rauszuholen. Und das heißt, eine Steigerung ist durchaus noch möglich, aber es ist eben noch viel mehr möglich. Ja, das ist noch ein Beispiel für eine Anreicherungsanlage. Ich habe es schon gesagt, also aus 8 Tonnen Natururan werden dann 1 Tonne angereichertes Uran und der Rest ist eben dann sprichwörtlich für die Tonne. Die Russen sammeln das gerne und kaufen auch abgereichertes Uran aus anderen Staaten gerne auf. Die arbeiten ja auch an Reaktortypen, die das tatsächlich dann irgendwann mal nutzen können. Gut, also Anreicherung ist ein Problem. Warum macht man das? Weil der Reaktor eine Mindestmenge, eine gewisse Dichte, kann man so sagen, an gut spaltbarem Material benötigt, um anzuspringen. Und bei den heutigen thermischen Reaktoren ist das eben anders als bei zukünftigen möglicherweise Schnellspaltreaktoren. Dazu komme ich dann auch noch gleich. Jetzt wollen wir uns erstmal angucken, woraus der Abfall überhaupt besteht, der dann aus dem Reaktor kommt. Also ein Großteil war ja schon das Uran, das im Grunde nicht strahlt, das Uran-238 kaum, das Uran-235 ein bisschen. Das heißt, man hat hier im Grunde die Situation, dass man sehr große Mengen an praktisch nicht strahlenden Abfall hat, aber das, was fürs Endlager gedacht ist, das ist ja das, was die Brennelemente dann produzieren, nachdem sie ein paar Jahre im Reaktor waren. Und das ist hier dargestellt. Und auch hier ist zu sehen, 3%, das ist die Anreicherung. So sieht es am Anfang aus. Und das ist der Fresh Fuel hier. Nach einem Jahr wandelt sich das um. Und wichtig ist hier unten dieser rote Bereich. Das ist hauptsächlich Plutonium plus ein paar minore Aktinide. Das ist Material, das im Grunde verarbeitbar wäre in einem Kernreaktor. Das Problem ist nur, dass dieses Material hier weniger erzeugt wird, als verbraucht wird. Das sind die Spaltprodukte, die kann man nicht mehr gebrauchen. Die müssen eigentlich dann entfernt werden. Bloß das Ganze ist hier gemischt in einem Brennelement und ist nicht so sauber getrennt, wie hier gezeigt. Und nach 2 Jahren vergrößert sich das dann und nach 3 Jahren hat man halt diese Mischung hier. Und das muss man jetzt alles zusammen entsorgen, obwohl diese ganzen Produkte hier sehr schnell zerfallen. Die machen eigentlich nicht das geologische Abfallproblem aus, sondern es wird dominiert von dem Plutonium. Aber insgesamt, hier ist es nochmal zusammengefasst, wurden nur 1% des Natururans genutzt. Und das ist jetzt alles hier in dem Brennelement als Abfall zu entsorgen. Und es war hier schon gezeigt, dieses Plutonium und auch die Minorenaktinide sind Elemente mit höheren Ordnungszahlen, die entstehen durch sogenanntes Brüten. Das heißt, mehr oder weniger gewollt passiert es halt, dass auch Neutronen nicht zur Spaltung führen und damit Energie freisetzen, sondern einfach nur eingefangen werden. Und damit bauen sich immer mehr höhere Elemente auf, ohne dass die schnell genug gespalten werden wieder und damit nicht zur Energie beitragen, die man nutzen will. Und die sammeln sich hier einfach an. Und man sieht, dass sich ein paar weniger ansammeln, als hier gespalten wurde. Und das führt dazu, das kann man zwar spalten, der Reaktor spaltet das auch weiter, bloß irgendwann geht er aus. Irgendwann reicht das nicht mehr aus. Er brütet weniger nach, als er gespalten hat. Und das ist ein Problem bei heutigen Reaktoren. Sie können nicht genug brüten. Sie brüten zwar mit, aber sie können nicht genug brüten. Nochmal genauer, das Brüten, also damit ist, kann man auf Wikipedia nachlesen, das ist auch die Konversionsrate genannt. Das ist in der Kerntechnik das Zahlenverhältnis der in einem Kernreaktor entstehenden neuen spaltbaren Atomkerne zu den gleichzeitig durch Spaltung verbrauchten Kernen. Und hier stehen auch Zahlen in Leichtwasserreaktoren.
typische thermische Reaktoren werden Brutfaktoren von 0,7 erreicht. Also man ist unter den unter der Zahl 1 und damit wird weniger erbrütet als als verbraucht. Bei einem, wenn CR, also dieser Brutfaktor größer als 1 ist, redet man auch von einem Brutreaktor. Sie kennen das vielleicht als schneller Brüter, der ja auch in Deutschland mal laufen sollte, aber dann kurz vor der Inbetriebnahme stillgelegt wurde. Dieser Reaktor ist in der Lage, sich immer wieder selbst genug aus dem Brennelement nachzubrüten und kann damit erheblich effektiver den Brennstoff nutzen, also zumindest das, was im Brennelement ist. Also das kommt eben darauf an, erstens, wie der Brutfaktor ist, ob man 100% nutzen kann, aber auch, wie man dann hinterher mit dem Brennelement umgeht. Man muss es wieder aufarbeiten, das heißt, man muss die Spaltprodukte entfernen und eben dafür sorgen, dass dann genug spaltbares Material nachgeliefert wird. Und ich habe hier mal dargestellt, wie eine ideale Aufarbeitung aussehen würde. Das ist jetzt schematisiert, genau das, was wir vorher gesehen haben. Hier ist das spaltbare Material und hier ist das brütbare, also das, was den Rest des Brennelements ausmacht. Wobei hier so eine Grenze von 3% ist und hier, muss man sich das vorstellen, geht das hier noch ein paar Stockwerke höher. Das ist der Rest des Brennelements. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das alles schön sortiert drin ist, dann ist das eben nach ein paar Jahren so, dass man hier überwiegend Plutonium hat und der Rest Spaltprodukte. Und wenn man jetzt genau diesen Teil hier ersetzt und das Plutonium drin lässt und die Spaltprodukte rausnimmt und dafür eine Mischung aus Uran-238 und 35 wieder einsetzt, die genau das gleiche Verhältnis hat, sodass das ursprüngliche Verhältnis, mit dem der Reaktor gut läuft, wiederhergestellt ist, dann hätte man so eine Art ideale Aufbereitung. Und das ist natürlich im Moment weit davon entfernt. Bei Druckwasser- oder bei Leichtwasserreaktoren macht man gar keine Aufbereitung. Man hat es versucht eine Zeit lang, ein bisschen macht man es auch noch mit dem sogenannten Purex-Verfahren, sogenannte MOX-Brennelemente herzustellen. Aber das ist genau ein Zyklus, den man da macht. Und das reicht nicht aus, um jetzt den Reaktor immer wieder dauerhaft anzuwerfen. Also die Aufbereitung ist bei festen Brennelementen, und das ist der Punkt, bei festen Brennelementen ist die Aufarbeitung einfach zu umständlich, zu teuer. Das ist wirtschaftlich auf keinen Fall machbar. Deshalb kommt man automatisch auf Flüssigbrennstoffreaktoren. Da drängt sich die Aufbereitung geradezu auf. Es gibt da sehr einfache Verfahren. Herr Huke wird das noch detaillierter erläutern. Und das ist hier das Hauptproblem, dass man eben mit Festbrennelementen die nasschemische Aufarbeitung mit dem Purex-Verfahren, die sehr viele Abfallströme mit leicht kontaminierten oder leicht aktivierten Materialien enthält. Manche sogar sagen, dass Purex aus kleinen Mengen Abfall große Mengen Abfall macht. Das ist zwar richtig, aber natürlich sind die viel leichter aktiviert. Aber es stimmt schon. Also das vergrößert das Volumen der Abfälle. Und hinzu kommt, dass die Brennelemente komplett mit der Ummantelung aufgelöst werden. Das heißt, auch die Strukturmaterialien verliert man dadurch und muss sich dann entsprechend Strukturmaterialien auch aussuchen vorher, die nicht zu teuer sind. Ja? Denn die werden komplett mit aufgelöst. Bei flüssiger Chemie kann man eine pyrochemische Aufarbeitung neben der nasschemischen machen. Da braucht man keine Ummantelung. Das ist ein Online-Betrieb möglich. Das kann in dem Kraftwerk sozusagen selbst gemacht werden. Und dadurch ergeben sich auch noch durch die ständige Aufarbeitung Verbesserungen in der Neutronenökonomie, denn man kann direkt beeinflussen, wie die Mischung im Reaktorkern sein soll, während man beim Reaktor mit festen Brennelementen sich immer darauf verlassen muss, da brennt jetzt was ab, da entstehen Spaltprodukte und die vergiften auch den Brennstoff sozusagen, indem sie Neutronen wegfressen und das ist nicht so einfach zu handhaben und geht letztendlich auch auf die Effizienz. Das nur ganz kurz, das ist der Unterschied, hatte ich vorhin schon angedeutet, zwischen schnellen Neutronen und langsamen. Also die zweite Frage war ja, wie das CR, also der Brutfaktor, erhöht werden kann. Und der kann erhöht werden, indem man zu einem schnellen Neutronenspektrum übergeht. Warum hat man überhaupt mit langsamen Neutronen angefangen? Und da ist der einfache Grund, die Lösung liegt hier unten in diesem Diagramm. Da ist auf der Rechtsachse die Energie der Neutronen dargestellt und hier der sogenannte Wirkungsquerschnitt, das ist im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit, der Neutronen neue Kerne zu spalten. Und man beachtet, das ist hier eine logarithmische Skala. Also man sieht, das geht hier, wenn man mit der Energie immer niedriger wird, geht das um Zehnerpotenzen hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, neue Kerne zu spalten, die steigt hier um Faktor 100.000 Millionen oder so an.
Und das war natürlich klar am Anfang, als man nur Natururan hatte, dass man natürlich erstmal Reaktorprinzip ausgewählt hat, das mit dem thermischen Spektrum arbeitet. Das heißt, man bremst die Neutronen ab und hat dann entsprechend höhere Wahrscheinlichkeit, dass trotz der geringen Anreicherung, die ja Natururan bereits hat, trotz dieses geringen Uran-235-Gehalts eine Kernspaltung und auch eine Kettenreaktion vor allem einsetzen kann. Das klappt nicht so ganz, aber so ein bisschen mit ein bisschen Anreicherung kommt man aus. Es gibt tatsächlich diesen kanadischen CANDU-Reaktor, der kommt sogar mit Natururan aus. Das liegt daran, dass er neben der Moderation als nicht nur Wasser verwendet, sondern auch schweres Wasser. Und damit, das ist natürlich wieder sehr teuer, erreicht man sogar, dass man Natururan verbrennen kann. Aber wie gesagt, mit den ganzen Schwierigkeiten, man nutzt immer trotzdem nur einen Bruchteil des Urans. In dem Fall würde halt die Anreicherung wegfallen, aber es ist immer noch ein kleiner Bruchteil, den man nutzt. Gut, also das führt dazu, dass man eben thermische Reaktoren bevorzugt hat, aber der Nachteil ist, sie brüten eben nicht genug und deshalb gehen sie irgendwann aus. Hier ist nochmal dargestellt der Unterschied, hier ist der Einfang, hatte ich ja vorhin gesagt, also Neutronen können eingefangen werden, bilden immer höhere Elemente oder sie können zur Spaltung führen und dabei wird die begehrte Energie freigesetzt. Die Spaltprodukte muss man tatsächlich nur 100 bis 300 Jahre lagern. Das ist also kein geologisches Endlagerproblem, während diese Actiniden hier mehrere hunderttausend Jahre gelagert werden und die bilden das Endlagerproblem. Gut, jetzt komme ich zurück zu dem Diagramm mit dem Brennelement. Also das ist dieser kleine Teil hier, der macht im Grunde das ganze geologische Abfallproblem aus. Das ist der Teil, um den sich alles dreht bei der Abfalldiskussion. Und was passiert mit diesem Abfall und wie viel ist das überhaupt? Das wollte ich noch kurz erwähnen. Ich muss nur mal kurz auf die Uhr schauen. Ja, das kommt ganz gut hin. Also was passiert damit? Er zerfällt natürlich. Und wenn man so mit Kernkraftgegnern redet, die schreien ja immer, ja, das ist, muss also hunderttausende oder Millionen Jahre gelagert werden. Ja, das ist ja ein Vorteil. Also das ist Abfall, der von selbst zerfällt. Das gibt's nirgendwo sonst. Also chemische Abfälle müssen unendlich lange gelagert werden. Und die sind viel toxischer teilweise als die geringen Mengen Radiotoxizität. Es gibt nämlich eine Grundregel, das, was langsam zerfällt, das ist auch nicht so radiotoxisch, das strahlt auch nicht so viel. Das, was schnell zerfällt, das strahlt viel, aber dafür ist es ja auch schnell weg. Also wie eine Batterie, die man entlädt. Man kann sie schnell entladen und kurze Zeit viel Nutzen haben oder man kann sie langsam entladen, dann hält sie natürlich länger, aber man kann nicht so viel Strom ziehen. Und das ist der Teil hier, die Spaltprodukte, Fission Products, die zerfallen eben bei 300 Jahren unter die Grenze von dem Uranerz, das man dafür gefördert hat. Das heißt, das gilt dann als abgeklungen. Man könnte es also guten Gewissens wieder einbuddeln und sagen, jetzt ist alles wieder wie vorher. Ja, es ist sogar noch, zerfällt ja noch weiter um Größenordnung. Das heißt, man hat sogar dann nach 300 Jahren die Radiotoxizität erniedrigt. Man trägt also mit Kernreaktoren im Grunde dazu bei, dass die Radioaktivität im Erdreich abnimmt am Ende. Natürlich erst nach 300 Jahren. So. Und das ist das geologische Abfallproblem. Und das Ding ist, man kann das eben hier in moderneren Reaktoren problemlos spalten. Dafür braucht man einen Schnellspaltreaktor. Das sind also die Menuren Actiniden und das ist die Gesamtaktivität. Und hier schneidet das halt die Linie erst bei mehreren hunderttausend Jahren. Dann gilt das als abgeklungen. Das ist also das Hauptproblem des nuklearen Abfalls. Und wer nach den Mengenangaben fragt, hier sind sie. Das ist der gesamte Abfall der Bundesrepublik. Über Jahrzehnte Kernenergienutzung geschätzt bis 2040. Das kann man ja ganz gut abschätzen, weil die ja alle dann abgeschaltet werden sollen. Und das ist ein Würfel, das ist übrigens auch in Fässern noch verpackt, ein Würfel von der Kantenlänge 27 Meter, das ist etwa so hoch wie das Brandenburger Tor. Und ich würde mal sagen, keine Industrie auf der Welt produziert so wenig Abfall wie die Nuklearindustrie. Also das ist auch so ein Mythos. Manche denken, da werden also riesige Berge, die man gar nicht mehr kontrollieren kann, aufgestapelt. Das sind also relativ kleine Mengen. Und das meiste davon ist ja auch das harmlose Uran. Uran ist wirklich kein Problem. Ein Problem sind halt in den ersten 300 Jahren die Spaltprodukte. Und davon gibt es auch ein paar langlebige Spaltprodukte, aber die sind in der Menge wiederum sehr gering. Und das geologische Problem sind die Transurane, wie gesagt. Und das ist ein Würfel der Kantenlänge 6 Meter für Jahrzehnte nukleare Stromversorgung in Deutschland. Ja, also wirklich sehr geringe Abfallmengen. Gut, also es ist ein Nichtproblem eigentlich, aber auch für dieses Nichtproblem hat man Lösungen.
Man kann es auch verwenden. Hier ist nochmal ein Vergleich, das wissen viele nicht. Das ist das chemische Endlager Herr von Neurode, das eigentlich genauso gebaut ist, wie Gorleben gebaut werden sollte. Also auch in einem Salzstock, mehrere hundert Meter unter der Erde, ich glaube 600 bis 800 Meter. Und da wird das auch in Fässern gelagert, allerdings sehr viel unachtsamer, als man mit radiotoxischen Abfällen umgehen würde. Bloß da kräht kein Hahn nach. Und das wurde genehmigt von Joschka Fischer damals, als er in Hessen grüner Umweltminister war. Und dort befinden sich 2,6 Millionen Tonnen extrem giftige Abfälle. Und wenn man das mal vergleicht mit Plutonium, Plutonium ist von außen harmlos, bei Inkooperation, wie auch immer man das anstellt, ist es weniger gefährlich als so viele Gifte wie zum Beispiel Strychnin. Und das dominiert eben diese Langzeittoxizität. Aber es ist eben vergleichbar mit leichter giftigen Chemikalien. Also was dort in Herr von Neurode gelagert ist, ist tausendmal giftiger. Und es sind von der Menge her sind das eben auch etwa tausendfache oder noch mehr, noch größere Mengen. Das ist also nicht vergleichbar mit den nuklearen Abfällen. Bloß keiner redet drüber. Das ist anscheinend kein Problem. Wer das sich mal eine Vorstellung machen würde, wollte, was jetzt eigentlich an nuklearen Abfällen übrig bleibt. Es wird ja oft gesagt, nehmt eure Abfälle doch mit nach Hause, ihr Nuklearbefürworter. Also, wenn ein Mensch seine Stromversorgung über seine gesamte Lebenszeit direkt oder indirekt, das heißt auch die Produkte, die er kauft, die ja auch mit Elektrizität hergestellt werden, auch mit nuklearen Strom hergestellt werden, dann produziert er in seinem ganzen Leben eine Abfallmenge von 100 Gramm. So. Und davon verfallen 64 Gramm Spaltprodukte nach wenigen Jahren. Das heißt, diese paar Gramm hier bleiben übrig. 6 Gramm der Spaltprodukte leben zwar 30.000 Jahre, sind in der Toxizität jedoch tausendfach harmloser als die 20 Gramm Plutonium. Das heißt, es wird eben, wie gesagt, am Ende von Plutonium dominiert, aber das sind eben nur 20 Gramm. Und wenn das jetzt 10, 20 Jahre abgeklungen ist, ich hätte kein Problem, mir diese Menge, wir haben es radiotoxisch berechnet, mir unter das Bett zu legen. Wenn man es direkt aus dem Reaktor holt, vielleicht noch mit ein, zwei Bleiklotzen drauf, aber sonst ist das harmlos. Man kriegt dann vielleicht eine hormetische Dosis ab. Also das ist, sind Bereiche der Strahlung, die eigentlich gar nicht so genau bekannt sind. Also überhaupt kein Problem, die Abfälle nach Hause zu nehmen. Ehrlicherweise, das hatte ich ja vorhin gesagt, muss man noch die 1,5 Kilogramm ungenutztes Uran dazu rechnen und 10 Kilogramm abgereichertes Uran. Gut, das ist der erste Teil. Ich wollte noch hinweisen auf ein Buch. Ich habe ein paar Exemplare mitnehmen können, mehr konnte ich nicht schleppen. Das kam dieses Jahr raus, kam letztes Jahr, Weihnachten letztes Jahr kam das raus. Und das habe ich zusammen mit also Horst-Joachim Lüdecke geschrieben. Kernkraft, der Weg in die Zukunft. Da sind auch viele Aspekte der neuen Generation von Kernkraftwerken nochmal erklärt. Und Herr Huke wird jetzt anfangs erläutern, warum die Druckwasserreaktoren, das war ja schon angedeutet, nicht so richtig aus den Strümpfen kommen. Und das sieht man an diesem Diagramm hier. Ich hoffe, die Zeit ist einigermaßen. Ja, passt ja. Okay, dann übergebe ich hier. Okay. So, ja, vielen Dank. Ja, dann gehen wir mal weiter von der Druckwasserreaktortechnik weg zu den neuen Generationen. Aber um das nochmal deutlich auszuführen, wie schlecht eigentlich die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist der Druckwasserreaktortechnik, sieht man das am besten an diesem Diagramm hier, was den Anteil an der weltweiten Stromproduktion durch Druck- und Leichtwasserreaktoren allgemein zeigt. Und da sieht man, dass man hier in diesem Bereich um 10% liegt, deutlich unter 15% noch. Und das hat sich auch hier von vor 1990 mit der entsprechenden Zahl nicht viel getan. Und der Grund ist einfach der Druckwasserreaktortechnik inhärente Ineffizienz. Und das hat eben vor allen Dingen historische Ursachen. Und die lag insbesondere darin, weil der Druckwasserreaktor der erste Reaktor war, der für die Kraftanwendung konzipiert wurde. Und die Anwendung, die im Vordergrund stand, war die, als Motor für U-Boote zu dienen.
Also das war in den 50er Jahren der Hauptzweck, dass man einen Motor baut, mit dem man U-Boote betreiben kann, die beliebig lange tauchen können. Und dafür wurde diese Reaktortechnik entwickelt als kleiner Reaktor mit 30 Megawatt Leistung. Dazu noch im Meer ist das alles relativ unproblematisch. Kühlung ist immer gegeben und es war halt ein sehr einfaches Design, so dass es unter den Bedingungen, die dort herrschten, insbesondere auch bei militärischen Einsatz, Beschuss und Personal, was nun nicht die den allerhöchsten Ausbildungsstand hat, benutzt werden kann. Also es war nach Effizienz ausgelegt, nach der Logik des Militärs. An der Front so einfach wie möglich. Alles andere wurde ins Hinterland ausgelagert und dazu gehörte die enorme Brennstoffkreislaufinfrastruktur, die so kostenaufwendig ist und das Ganze so teuer macht. Und das ist nun das Ergebnis sozusagen. Und die gewisse Anti-Atom-Energie-Hysterie, die ist in Deutschland besonders ausgeprägt, auch noch vom Ostblock und der Staatssicherheit organisiert, um die nukleare Aufrüstung im Westen zu behindern. Aber weltweit spielt das keine Rolle. Da sind die wirtschaftlichen Gründe das Entscheidende. Ja, die Generation 4 ist dazu konzipiert, diese Schwächen, die Druckwasserreaktortechnik hat, zu beheben. Wobei man sagen muss, das sind insgesamt 6 Konzepte, die im Prinzip auch mehr oder weniger politisch festgelegt wurden Anfang des Jahrhunderts. Und wo man eigentlich fast nur Reaktoren verwendet, die in der Vergangenheit schon deutlich, die in der Vergangenheit bereits gelaufen sind. Und das sind, um es mal kurz einzuleiten, der natriumgekühlte Reaktor. Dabei handelt es sich, wie Herr Ruprecht schon ausführte, um einen schnellen Brutreaktor, der also in der Lage ist, mehr an spaltbarem Material zu produzieren, als er verbraucht und damit in der Lage ist, das geförderte Uran im Prinzip zu an die 100% zu nutzen. Unter der Voraussetzung einer geeigneten, präzisen und effizienten Wiederaufarbeitungstechnologie. Und das ist auch einer der Knackpunkte, das erwähnte Purex-Verfahren, was auch während des Kriegs von den Ursprüngen her entwickelt wurde, und zwar für die Gewinnung bombentauglichen Plutoniums. Das erfüllt diese Kriterien so nicht. Also zwar ist der schnelle Reaktor auch natriumgekühlt in der Lage, transurane Elemente, wie sie das Hauptabfallproblem sind, zu spalten und zu verwerten, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Purex-Verfahren. Das ist dafür untauglich. Dafür muss eine neue Wiederaufarbeitungstechnik entwickelt werden und im industriellen Maßstab vorhanden sein. Daran wird gearbeitet, allerdings mit nur sehr geringer Finanzierung und Unterstützung, auch bislang weltweit. Und das hat eben auch vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe, denn der natriumgekühlte Reaktor ist in der Vergangenheit ja auch schon öfters gelaufen und derzeit auch aktuell in Russland. Und es ist so, diese Technik ist aufgrund der Reaktivität des Natriums, also chemische Reaktivität, so aufwendig, dass die Erzeugungskosten für Elektrizität deutlich oberhalb dessen liegen, was die bisherigen Druckwasserreaktoren haben. Also so auch hier ist ein deutlicher wirtschaftlicher Nachteil gegeben, der das Ganze sogar noch verschlimmert. Als nächstes ist in diesem Kanon der bleigekühlte Reaktor. Der ist schon wesentlich interessanter, weil er zwar auch noch Festbrennelemente verwendet, aber erstens noch höhere Brutleistung als der natriumgekühlte Reaktor aufweisen kann und Blei als Kühlmittel eben nicht diese enormen Nachteile von Natrium hat. Es ist chemisch gegenüber Wasser und Luft praktisch inert. Es reagiert kaum und es hat auch keine hohe biologische wirksame Strahlung durch die Neutronenaktivierung, die während der Kernspaltung passiert. Der Hauptgrund, warum man überhaupt flüssige Metalle verwendet, liegt darin, dass das Ganze Schnellspaltreaktoren sein sollen. Und da kommt es eben darauf
an, dass erstens keine Moderation durch das Kühlmittel erfolgt und zweitens, wie Herr Ruprecht zeigte, die Wahrscheinlichkeiten für Kernspaltung und für andere Kernreaktionen wesentlich absinken. Das heißt, der Kernreaktor muss wesentlich kompakter gebaut werden, damit Kettenreaktionen in hoher Effizienz und mit guter Neutronenökonomie ablaufen kann. Das bedeutet eine sehr hohe Leistungsdichte. Das wiederum ist gut für die Wirtschaftlichkeit, denn je kompakter und kleiner der Reaktor gebaut wird, desto weniger Material verbraucht er und desto wirtschaftlicher wird er. Allerdings ist auch die Wärmeproduktion pro Volumen wesentlich erhöht. Und um diese Wärmemengen abführen zu können, auf so kleinen Raum bedarf es flüssiger Metalle, weil nur flüssige Metalle haben eine so hohe Wärmetransportkapazität, dass das möglich ist. Mit Wasser gänge das nicht. Also daher ist Wasser neben seiner Moderationsfähigkeit für den Zweck ungeeignet. Deswegen eben das flüssige Metall. Ja, der interessanteste Reaktor in diesem Generation 4 Kanon ist der Flüssigsalzreaktor, auf den ich auch noch genauestens eingehen werde, der eben tatsächlich keine festen Brennelemente mehr hat, der eine wesentlich bessere und effektivere Wiederaufarbeitungsanlage mit an Bord hat, also innerhalb des Kraftwerkscontainments und der als einziger in der Lage ist, wirklich schon auf dem Entwicklungsstand einen deutlichen Vorsprung gegenüber der Leichtwasserreaktortechnik und insbesondere auch, das ist der Maßstab für die Effizienz der fossilen Kraftwerkstechnik herauszuarbeiten. Der war auch schon, wie diese anderen Konzepte hier in den 60er Jahren entwickelt und auch schon ausgetestet und wurde nur aufgrund politischer Entscheidung nicht gebaut. Technisch wäre er machbar gewesen. Das war halt eine, grandiose Fehlentscheidung und, Nein. Deutschland war sozusagen nur halt folgend. Die Innovationen, die technische und auch die technologische Führerschaft mitsamt allen Fragen, die auch zur Proliferation damit reingingen, ging von den USA aus. Also es war eine Entscheidung der US-Regierung und alle anderen sind da im Wesentlichen hinterhergelaufen. Ja, das war eine bedauerliche Fehlentscheidung. Wäre die Entscheidung anders ausgefallen, dann sähe unsere Welt heute anders aus. Fossile Kraftwerke gäbe es nicht mehr. Und wir wären wesentlich weiter, was das Ganze angeht. Ja, weitere sind der Hochtemperaturreaktor, der in Deutschland auch lief, an der Kernforschungsanlage Jülich und im Hamm-Üntrop als Versuchsreaktor und dann Ende der 80er Jahre von der damaligen SPD-Regierung abgeschaltet wurde als Folge von Tschernobyl, denn das waren mit die einzigen Reaktoren in NRW, die halt die SPD damals abschalten konnte aufgrund fehlender politischer Mehrheiten. Gut, der Hochtemperaturreaktor ist an sich interessant, weil er über 900 Grad Betriebstemperatur hatte und diese Betriebstemperatur erlaubt es, synthetische Kraftstoffe herzustellen. So hoch muss man gehen, damit das effektiv möglich ist. Leider hat der Hochtemperaturreaktor den Nachteil, dass seine Leistungsdichte so gering ist, dass er uns insgesamt unwirtschaftlich ist. Also seine Erzeugungskosten für Elektrizität und für Prozesswärme sind etwa doppelt so hoch, wie wenn man Kohleheizanlagen, Kraftwerke verwendet. Daher ist auch das leider kein Weg in die Zukunft. Eine weitere Variante ist ein schneller gasgekühlter Reaktor. Der wurde konzipiert, aber nie gebaut, um halt die Nachteile von Natrium mit Gaskühlung zu überwinden. Nur hat der den Nachteil, dass seine Reaktionszeit zwischen Kühlungsausfall und der Kernschmelze innerhalb von Sekunden liegt. Also das ist auch kein wirklich zukunftsweisendes Konzept. Ja, schneller Schmelzer kann man ihn dann auch nennen. Ja, dann gibt es den superkritischen Reaktor. Das ist im Prinzip auch ein wassergekühlter
Druckreaktor, nur wird das Wasser da unter so hohen Druck und Temperatur gesetzt, dass es in den sogenannten superkritischen Zustand übergeht, womit sich die Wärmetransporteigenschaften wesentlich verbessern und man den Wirkungsgrad einige Prozent hochtreiben kann. Das ist eine Technik, die bei modernen Kohlekraftwerken auch schon längst angewendet wird, also im Prinzip nur übertragen. Ja, diese wesentlichen Reaktorkonzepte, natriumgekühlter Reaktor, Hochtemperaturreaktor, bleigekühlter Reaktor und MSR liefen bereits in der Vergangenheit. Man kann es hier an den Zeitstrahl sehen und sind die entsprechenden Abschnitte, wo diese wesentlichsten Reaktorkonzepte auch schon liefen. Stattdessen sieht man hier die in die Zukunft projizierte Entwicklung. Wir haben die Generation 2, die bis Mitte der 90er Jahre gebaut wurde und danach ging es an die Generation 3. Generation 2 ist, was Herr Ruprecht gezeigt hat, die Druckwasserreaktoren und mit den entsprechenden Erntefaktoren, die bei 75 begannen, heute bei 105 liegen. Und bei der Generation 3 ist eigentlich der Hauptunterschied, es handelt sich auch um Leichtwasserreaktoren, nur mit dem Unterschied, dass man dort die notwendigen Sicherheitseinrichtungen weiter multipliziert und verstärkt hat, um eben die Wahrscheinlichkeit der Kernschmelze noch weiter zu reduzieren. Das hat allerdings zur Folge, dass die Kosten noch weiter hochgingen und die Energieeffizienz nochmal deutlich unter denen der Generation 2 liegt. Was man auch daran sieht, dass die entsprechenden Hersteller von Framatome mit Areva angefangen über GE, Hitachi, Westinghouse alle größte Schwierigkeiten haben, die auf dem Markt abzusetzen. Das zeigt sich auch bei der Zahl der Neubauprojekte, die eben im 10%-Bereich liegt, wenn man das für den gesamten Kraftwerksmarkt betrachtet. Ja, und die Generation 4 soll dann irgendwann ab 2030 kommen. Also hier ist es so, wie gesagt, all die Wesentlichen liefen bereits und der Grund ist, man will erstmal immer noch das vermarkten, das wird hinausgeschoben und mit Ausnahme des MSR sind alle anderen Konzepte auch wirtschaftlich nicht so besonders vorteilhaft. Daher sind das Wege, die in weite Zukunft verschoben wurden. Ja, um jetzt mal noch ein bisschen zurückzukommen, der Flüssigsalzreaktor ist, wie gesagt, der allerinteressanteste der Kandidaten, denn der hat einen echten Vorteil und er wurde eben auch schon als erstes in den 1950er Jahren gebaut. Die 1950er Jahre ist ja teilweise noch, kann man in historischen Dokumenten sehen, wurde gezeigt, was die Kernkraft im Prinzip alles könnte. Also da stammte auch der Spruch her, Energie so billig, dass man sie nicht mehr zu berechnen braucht. Also beim Endkunden oder halt mobile Anwendungen, Autos, die damit angetrieben werden und dergleichen, ist alles nicht passiert. Und das eben aufgrund der Entscheidung für die Druckwasserreaktortechnik. Aber das hier ist das Beispiel für einen ersten Reaktor, der mit einem Flüssigsalzkern lief und flüssiges Natrium als Kühlmittel verwendet hat. Und das ist ein Reaktor, der in Flugzeugen laufen sollte. Das war geplant als Antrieb von Bombern, die mehrere Wochen lang in der Luft bleiben sollten, so dass sie dann in Bereitschaft sind für den Schlag gegen die Sowjetunion. Also das stammte aus den USA, das Konzept. Dafür wurden denn zwei dieser Reaktoren tatsächlich gebaut und am Boden betrieben. Und der Kern ist ein Flüssigsalzreaktor und die Wärme wird übertragen mit flüssiges Natrium auf zwei Turbostrahltriebwerke, wo dann eigentlich normalerweise, wo die Brennkammer bei einem gewöhnlichen Flugzeugtriebwerk ist, ist halt ein Wärmetauscher, der dort die Wärme an die Luft abgibt und so den Schub erzeugt. Also da wurden diese Grundsatzentscheidungen getroffen und was geblieben ist, ist das flüssige Natrium, was man eigentlich nur nahm, weil es leicht genug ist, um es in einem Flugzeug zu verwenden. Und daraus entstand der natriumgekühlte schnelle Reaktor. Der andere Entwicklungszweig, Salzschmelzreaktor, wurde auch weiterentwickelt in den 60er Jahren bis Anfang der 70er, lief dort in Form des Flüssigsalzreaktorexperiments am Oak Ridge National Laboratory
mit langen Betriebszeiten und hat die grundsätzliche Machbarkeit gezeigt und auch, dass dieser Reaktor in der Lage ist, Thorium als Brennstoff zu verwenden. Also wir haben nicht nur Uran als mögliche Energiequelle, sondern auch Thorium, was ungefähr 4-mal häufiger in der Erde vorkommt. Also das wurde demonstriert und es wurde die grundsätzliche Machbarkeit dieses Reaktortyps gezeigt, inklusive der Lösung der Materialfragen, also welche Materialien nötig sind, um den Bedingungen eines flüssigen Salzes bei über 700 Grad standzuhalten, welche Online-Wiederaufarbeitungsmethoden man braucht und insbesondere wurde das neuartige Sicherheitskonzept ausgetestet und vorgeführt, was darin besteht, dass der Reaktorkern flüssig ist und innerhalb des Reaktorkerns wird der flüssige Brennstoff ein Salz, was kleiner Teile von Uranfluorid enthält. Das Salz selber ist Lithium-Beryllium-Fluorid und enthält einige Prozent Uranfluorid. Das wird im Reaktorkern kritisch, produziert seine Wärme, wird allerdings durchgepumpt in einen Wärmetauscher, wo es auf einen nicht radioaktiven Salzkreis abgegeben wird und dann in den Turbinenkreis hineingeht. Und das Sicherheitskonzept besteht darin, dass aus welchem Grund auch immer, wenn der Reaktor überhitzt, zu viel Wärme abgibt, dann gibt es hier eine Schmelzsicherung, die aufschmilzt und wodurch der Inhalt des Reaktorkerns in Ablasstanks abläuft. Und das hat zum einen die Folge, dass keine Kettenreaktion mehr stattfindet und zum anderen sind die Ablasstanks so angeordnet und so eingebettet, dass die Restzerfallswärme, die durch die unmittelbaren Spaltprodukte entsteht, passiv abgeführt werden kann. Denn die sind das Problem, was zu den Kernschmelzen in Fukushima und in Harrisburg geführt hat. Man hat unmittelbar nach Abschalten des Reaktors je nach Bauart noch an die 10% der ursprünglichen thermischen Leistung. Das heißt, ein typischer Kraftwerksreaktor hat eine thermische Leistung heutzutage von 4,5 Gigawatt. Davon können 1,5 Gigawatt elektrisch abgenommen werden. Wenn man ihn abschaltet, hat man also eine thermische Leistung noch durch die Spaltprodukte unmittelbar von knapp 400 Megawatt. Also das ist so viel wie ein Kohlekraftwerksblock und diese Wärme wird innerhalb der ersten Zeit frei und erst nach 2 Wochen ist die Wärmeleistung so weit abgeklungen, dass man keine aktive Kühlung mehr benötigt. Fällt in der Zeit die aktive Kühlung aus, kommt es unweigerlich zur Kernschmelze. Und das kann hier eben nicht passieren, weil hier die Wärmeabfuhr rein passiv gewährleistet wird. Hier ist nochmal eine Risszeichnung von dem tatsächlichen Testkraftwerksaufbau. Also der Reaktorkern hier und hier sind dann die Ablassbehälter. Und ja, im Prinzip die reguläre Abschaltung des Reaktors unterscheidet sich nicht von der Notabschaltung, denn man lässt ihn einfach überhitzen. Es kommt zum Ausfrieren und der Brennstoffinhalt fließt ab. Das ist im Prinzip hier nichts weiter als ein T-Rohrstück und das, was hier so dargestellt wird, ist nichts weiter als eine Kühlmanschette, wo ein Kühlaggregat mit Maximalleistung arbeitet. Und wenn eben zu viel Wärme entsteht, bedeutet das, dass der Brennstofffropfen, der dort drin ausgefroren hat, einfach wegschmilzt. Ja, und das ist eines der anderen Unfallszenarien, das, was in Fukushima passiert ist. Wenn halt der Strom innerhalb der Anlage ausfällt, dann kommt es zum Kühlproblem und das hat man dann auch nicht. Ja, hier nochmal kurz der natriumgekühlte Reaktor. Die Nachteile hatte ich wesentlich schon erläutert. Wir hatten in Deutschland auch einen, der als Kraftwerkstyp laufen sollte, und zwar in Kalka, der SNR 300. Auch in Nordrhein-Westfalen wurde von der damaligen SPD-Regierung 1986, 87 kaputt gemacht. Also es gab keine rechtliche Handhabe. Sie haben halt einfach nur die Endgenehmigung für die Inbetriebnahme so lange hinausgezögert, bis die Betreibergesellschaft pleite gegangen ist.
Ja, das ist der schnelle bleigekühlte Reaktor, der eben schon die Bleikühlung demonstrierte. Das ist der einzige Reaktortyp, der originär in der Sowjetunion erfunden und entwickelt wurde. Und er war längere Zeit im Einsatz für die Jagdabfang-U-Boote der Alpha-Klasse. Also dieser Reaktor wurde tatsächlich genutzt unter praktischen Bedingungen. Und das Interessante ist, seine Leistungsdichte ist so hoch, dass das damit gebaute U-Boot das schnellste U-Boot war, was jemals in Betrieb war. Ja, dann komme ich jetzt zum Dual-Fluid-Reaktor und seiner Funktionsweise. Also Herr Ruprecht hat es ja schon erläutert, im Prinzip man hat halt anders als bei allen anderen Reaktortypen zwei Flüssigkeiten, eine Brennstoffflüssigkeit und eine Flüssigkeit zur Kühlung, wobei dieses reines flüssiges Blei ist, eben aufgrund der guten Wärmetransportfähigkeiten und seiner geringen Reaktivität. Der Brennstoff selber muss kein Salz sein, wobei das Salz hier unverdünnt wäre. Es kann auch eine andere Flüssigkeit sein. Und da gibt es die interessante Variante, was auch von vornherein berücksichtigt war, nämlich eine flüssige Metalllegierung zu verwenden. Die Metalllegierung hat den Vorteil, dass die Dichte der Actinoiden, also von Uran, Transuranen, deutlich erhöht ist, damit die Neutronenökonomie wesentlich höher wird. Und was besonders interessant ist, die Transmutationsleistung, also wenn man den Abfall der alten Kraftwerke verwertet, deutlich erhöht wird und man damit den Abfallproblem effektiver zu Leibe rückt. Gut, das ist jetzt eine schematische Darstellung. Das ist hier ein realistisches Modell. Also das ist im Prinzip eine CAD-Konstruktion, wie sie von uns verwendet wurde, um den Reaktor auf dem Computer zu modellieren. So läuft jede Entwicklung heutzutage. Man erzeugt zunächst Computermodelle, wo nach den bekannten physikalischen Gleichungen, die das Verhalten beschreiben, die auf dem Computer gelöst werden und man so das Verhalten eines Systems vorherbestimmen und entsprechend auch die Optimierung durchführen kann. Also hier wird halt das Blei rot als Kubitel reingepumpt und der Brennstoff an der Seite hier gibt es die Mischungszone, wo der Brennstoff dann in die Rohrleitungen gedrückt wird und das Blei umspült das Ganze und geht dann dort durch. Also dazu gibt es dann ein Exoskelett, was das keramische Material, aus dem der Reaktorkern gefertigt ist, unter Druck setzt und stabilisiert, sodass es den Bedingungen von dem schnellen Bleifluss von 4 Meter pro Sekunde ohne Probleme standhalten kann. Ja, diese wesentlichen Kreise hat der Ruprecht auch schon gezeigt. Was hier nochmal besonders hervorzuheben ist, das ist die pyrochemische Verarbeitungseinheit und in die kann man im Prinzip alles einfüttern, was an Actinoid-Gemisch nutzbar ist. Das ist Natururan, das abgereicherte Uran aus dem bisherigen Prozess, die abgebrannten Brennelemente und eben auch das viermal häufige Thorium. Und damit kommt man dann insgesamt auf eine Reichweite für eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden, wo sich wohl ungefähr stabilisieren wird, bei einem Energieverbrauch weit oberhalb dem der USA von ungefähr einer Milliarde Jahre. Damit ist Kernspaltungsenergie in der einzig harten Definition, die es gibt, nachhaltig, weil nachhaltig heißt oder vielmehr erneuerbar, denn erneuerbar heißt in dieser Definition nichts weiter als über den menschlichen Zeithorizont verfügbar. Die Sonne lässt uns allenfalls noch eine Milliarde Jahre. Es gibt auch Berechnungen, die zeigen nur 300 Millionen Jahre. Dann hat sie ihre Strahlungsleistung so gesteigert, dass die Ozeane weggekocht werden. Also damit endet der menschliche Zeithorizont. Das Ganze ist auch kein Zufall, denn die Sonne bezieht ihre Energie auch aus Kernenergie. Daher passen diese Zahlen auch so gut zusammen. Ja, was dabei entsteht im Reaktor, wird durch die PPU ähnlich wie bei der Funktion einer Niere quasi gefiltert und rauskommen Spaltprodukte, die eben nur noch 300 Jahre zu lagern sind, aber auch radioaktive Stoffe, die weitere Einsatzzwecke haben für die Medizin, zur Diagnose von Krebs, zur Therapie von Krebs.
und eben weitere Spaltstoffe, die für das Anfahren weiterer Reaktoren benutzt werden oder auch für mobile Reaktoren. Na. Ja, ein Kraftwerk sieht dann etwa so aus, dass man einen Stahlbetonwürfel hat, Wanddicke ungefähr 3 bis 4 Meter mit einer Kantenlänge von 34 Metern, also ein sehr kompakter nuklearer Teil. Dieser Stahlbetonwürfel als Ganzes ist erdbebensicher, denn er würde sich als Ganzes bewegen. Und ist auch sicher gegenüber, sagen wir mal, normalen Beschuss. Um hier radioaktives Material hinaus zu befördern, bräuchte man nicht nur einen Bunkerknacker, solche Waffen gibt es, aber dieser Bunkerknacker muss mit einem Nuklearsprengkopf ausgestattet sein, um genug auszuwerfen an radioaktivem Material, um die Umgebung, die Bevölkerung zu gefährden. Gut, wenn solche Waffen zum Einsatz kommen, dann hat ein Land, wo das stattfindet, eigentlich andere Probleme. Neben dem Reaktorkern gibt es die PPU und dann auch noch ein Lager für die sortenrein abgetrennten Spaltprodukte während der gesamten Betriebszeit des Reaktors von 60 Jahren. Das passt hier rein, kann dort gelagert werden. Und 90% sind bereits nach 100 Jahren entnehmbar, während nur 10% über 300 Jahre gelagert werden müssen. Das heißt, wenn der Reaktor selber außer Betrieb geht, ist solch ein Betonwürfel durchaus noch in der Lage, diese Restzeit zu überleben. Also 300 Jahre ist historisch für Bauwerke keine besonders lange Zeit. Unterhalb des Reaktorkerns befinden sich ebenso wie beim Salzschmelzreaktor, hier sind die Schmelzsicherungen dargestellt, entsprechende unterkritische Auffangtanks, wo eben der Spaltstoff ablaufen kann, aufgefangen wird und wo die Wärme zwischengepuffert wird und passiv über die Wände nach außen abgegeben wird. Also das ganze System ist walk-away-safe, wobei hinzukommt, dass der Reaktor vollständig selbstregulierend ist. Also wie gesagt, 34 Meter sind das ungefähr. Das sind hier 3 Meter Länge, wobei der Reaktor selber eine thermische Leistung von 3 Gigawatt hat und eine elektrische bei den hohen Temperaturen von 1000 Grad von 1,5 Gigawatt. Der Primärwärmetauscher, wo das flüssige Blei seine Wärme an ein Arbeitsmedium abgibt. Und dieses Arbeitsmedium wäre eben wie bei Kohlekraftwerken heutzutage auch in einem superkritischen Zustand. Wasser gibt es schon und was es heute auch schon verfügbar ist, ist ein Arbeitskreis mit superkritischem Kohlendioxid. Das ist besonders effektiv. Damit sind die Turbinen besonders kleinbaubar und das Ganze ist auch passiv und durch Naturkonvektion zu steuern. Das heißt, dieser Ausfall der Elektrizität im Kraftwerk würde auch nicht annähernd zu einem Zustand führen, dass man den Brennstoff ablassen müsste, weil alles durch Naturkonvektion durch diese Kreise durchläuft. Ja, hier nochmal der Unterschied zum MSR im Wesentlichen. Also für den DFR wird aufgrund der Bleikühlung keine Verdünnung des Salzes benötigt. Dadurch kann man den Reaktor wesentlich kompakter bauen und damit kann man sehr hochwertige, widerstandsfähige Materialien einsetzen, die für den MSR aufgrund der Kosten nicht zur Verfügung stehen. Dadurch wird das Ganze mit den heutigen Fertigungstechniken in der fortgeschrittenen Industrie, also insbesondere im Bereich chemischer Industrie, aber auch Verbrennungskraftmaschinen, wurde in den letzten Jahrzehnten die Verarbeitung, Formung und Verwendung sehr widerstandsfähiger Materialien, Refraktärkeramiken entwickelt und zur Einsatzreife gebracht. Und das ist für den DFR direkt nutzbar und auch wirtschaftlich möglich. Also das Ganze ist ein Design, was darauf beruhte, was man mit der heute vorhandenen industriellen Fertigungstechnik, wenn man einen Reaktor neu denkt, sofort in die Anwendung bringen könnte. Na, jetzt geht es irgendwie nicht weiter.
Ja, jetzt sind wir zwei auf einmal. Gut, das ist nochmal hier Vergleich der Leistungsdichte. Das ist der europäische Salzschmelzreaktor-Kandidat, der entwickelt wird derzeit mit minimalen Mitteln, mal nebenbei bemerkt. Also die haben gerade 2 Millionen für 4 Jahre bewilligt bekommen von der EU. Das ist lächerlich. Da kann man auch nur auf dem Computer arbeiten. Und das ist hier, die Ellipse stellt die vergleichbaren Bauteile dar. Also das ist das, was hier mit dem DFR-Reaktorkern zu vergleichen ist. Und man sieht, hier ist ein Ring von Wärmetauschern, wobei alles erledigt wird hier beim DFR bereits innerhalb des Reaktorkerns. Und daran sieht man dann auch die deutlichen Effizienzvorteile, die sich ergeben. Ja, die Regelbarkeit, das ist das Interessante beim DFR, aber das ist auch bei durchaus schnellen Salzschmelzreaktoren, die mit Chlor insbesondere auch laufen, ähnlich. Man braucht keinerlei aktive Regel- und Kontrollelemente wie beispielsweise Steuerstäbe bei Festbrennstoffreaktoren, weil die Regulierung allein durch die Entnahme der Leistung verläuft. Es ist so, Kernbrennstoff unterscheidet sich von chemischen Brennstoffen grundsätzlich. Und zwar in der Eigenschaft, wenn man einen chemischen Brennstoff hat, meinetwegen Benzin. Man kennt ja die Tanklager bei den Häfen oder bei den Raffinerien. Kann man theoretisch mit einem Streichholz das so entzünden, dass das ganze Tanklager explodiert und das Benzin restlos verbrennt. Das ist bei Kernbrennstoff nicht so. Für Kernbrennstoff braucht man eine sogenannte kritische Anordnung, eine kritische Geometrie. Nur in dieser kritischen Geometrie läuft die Kettenreaktion ab. Wird diese kritische Geometrie auch nur minimal gestört, bricht die Kettenreaktion sofort ab. Also das heißt, es ist wirklich schwierig und kleine Störungen sorgen im Prinzip für den sofortigen Abbruch. Nur unter ganz speziellen Bedingungen, die die Sowjetunion bei einem RBMK-Reaktor hinbekommen hat, kann es zu einem Kritikalitätsunfall kommen. Das ist bei allen im Westen denn befindlichen Reaktoren physikalisch ausgeschlossen, beim DFR sowieso. Aber man braucht auch keine weiteren Regelelemente, denn die kritische Anordnung, die kritische Masse gilt auch nur für eine bestimmte Temperatur, und zwar für die vorgegebene Betriebstemperatur. Da läuft die Kettenreaktion mit konstanter Rate ab. Wenn es die Temperatur zunimmt, dann rücken die spaltbaren Kerne auseinander, weil jedes Material oder fast jedes Material, was man erhitzt, dehnt sich aus. Das ist bei Flüssigkeiten fast ausnahmslos so. Und bei den Brennstoffflüssigkeiten, die zum Einsatz kommen, sowieso. Und diese Ausdehnung ist so stark, dass es zur Folge hat, wenn der Reaktor die Betriebstemperatur überschreitet, weil die Kettenreaktionsrate zu hoch ist, gehen die Kerne auseinander. Die entstehenden Neutronen, die ja die Kernspaltung auslösen, fliegen in erhöhtem Maße zwischen den Kernen hindurch. Und dadurch nimmt die Kettenreaktionsrate wieder ab. Umgekehrt, wenn man die Leistungsentnahme erhöht, kühlt der Reaktorkern ab, die Flüssigkeit zieht sich zusammen, die Kerne rücken zueinander, die Kettenreaktionsrate steigt. Aber auf diese Weise wird der Reaktor vollständig durch die Leistungsentnahme der Wärme, die durch die Primärkühlmittelpumpen entnommen werden, gesteuert und passt sich den unmittelbar an. Es ist, wie man in der Kybernetik sagt, ein homöostatisches System. Es ist im Prinzip ein großer Analogcomputer. Also zur Steuerung dieses Reaktors braucht man im Gegensatz zu Druckwasserreaktoren keine computerisierten Reaktorschutzsysteme, die hunderte Messwerte auswerten und danach den Reaktor steuern. Das geht praktisch inhärent durch die Physik selber in einfachsten Regelschleifen. Also damit ist auch der Lastfolgebetrieb möglich. Das schaltet schon wieder nicht weiter. Ja, jetzt kam es. Offenbar muss man ordentlich drücken. Ja, das sorgt dafür, dass die Sicherheit auch deutlich erhöht ist. Und einer der Hauptpunkte neben dem, was ich schon sagte, also keine Überkritikalität,
kein Restverfallswärmerisiken kommt eben auch hinzu, dass auch bei Brüchen innerhalb des Kühlsystems, Brennstoffsystems keine Radioaktivität druckartig freigesetzt wird, weil das System ohne Druck arbeitet. Blei hat keinen Druck, die Brennstoffflüssigkeit selbst hat keinen Druck, nur der zum Pumpen nötig ist. Und daher kommt es zu keiner explosiven Freisetzung von radioaktivem Material. Und bei Lecks sorgen die hohen Schmelzpunkte der beiden Flüssigkeiten dazu, dass es quasi zu einer automatischen Abdichtung kommt. Ist übrigens auch schon probiert mit Bleikühlkreisläufen. Ja, die hohe Leistungsdichte ist es halt so, dass dieses Dual-Fluid-Prinzip, wie ich das eben detailliert ausführte, sorgt eben für eine sehr hohe Leistungsdichte. Dadurch, dass man keine großen aktiven Sicherheitsmaßnahmen benötigt, braucht man auch wesentlich weniger Aggregate, was eben auch zu der hohen Leistungsdichte des Kraftwerks als Ganzes beiträgt. Das wiederum sorgt für wesentlich weniger Materialverbrauch, weil die Komponenten kleiner sind, weniger nötig sind. Das ergibt niedrige Kosten. Auf der anderen Seite erlaubt es die Verwendung der notwendigen hochwertigen Materialien. Hochwertig bedeutet sehr korrosionsbeständig, sehr widerstandsfähig. Und das bedeutet auf der anderen Seite in der Regel auch schwerer zu gewinnen aus den Ursprungsmineralien, wo man sie rausholt, und vor allen Dingen sehr viel schwerer zu verarbeiten, also mit sehr viel höheren Energieaufwand. Aber das alles rechnet sich dadurch. Man hat dann hohe Temperaturen, die wiederum einen sehr hohen Wirkungsgrad für die Elektrizitätsproduktion erlauben, aber eben auch Wasserstoffproduktion als die Königsdisziplin für den Einstieg in die Prozesschemie zur Erzeugung synthetischer Kraftstoffe. Ja, das Ganze führte noch zu der Abfallproblematik. Die PPU, hatte ich ausgeführt, arbeitet eben nicht naschchemisch, das hat Herr Ruprecht auch schon dargestellt, sondern im Prinzip nimmt man den flüssigen Brennstoff, das flüssige Salz, erhitzt es und verdampft es, und man hat eine Auftrennung nach Siedepunkten. Dieses Prinzip ist alles nicht neu. Das sind thermische Trennverfahren, die in der chemischen Industrie seit 200 Jahren routiniert eingesetzt werden. Hier ist ein Beispiel: die Luftdestillation, um Luft in seine Bestandteile aufzutrennen. Bekannter ist auch die Erdölraffinierung, also damit wird Erdöl in seine Bestandteile aufgetrennt, oder auch die Alkoholherstellung, Schnapsbrennen. Das ist im Prinzip auch nichts weiter als ein Destillationsprozess, wo Komponenten nach Siedepunkten getrennt werden, und das Ganze erfolgt in Destillationskolonnen. Und man erhitzt im Prinzip, und das wird dann mit abfallender Temperatur werden die Komponenten aufgetrennt. Das Ganze ist auch für die Metallurgie nicht neu. Also wir reden hier von Flüssigsalzen, die verdampft werden und nach ihren Siedepunkten aufgetrennt. Und das macht man schon industriell seit den 1930er Jahren, und zwar für die Erzeugung der Metalle der Titangruppe. Also Titan als wichtigstes, aber auch Zirconium und Hafnium. Und das Ganze ist zu relativ niedrigen Kosten möglich. Der einzige Unterschied ist eben, dass das Material, um was es sich bei uns hier handelt, radioaktiv ist. Aber das ist für den chemischen Prozess von untergeordneter Bedeutung. Ja, damit darauf lässt sich auch eine Strategie auch nach der heutigen Gesetzeslage in Deutschland aufbauen, wie man mit dem Abfall umgeht. Und das basiert darauf, dass man an den Standorten der heutigen Kraftwerke beziehungsweise an denen der Zwischenlager entsprechende Einheiten aufbaut, und pro Konvoi-Reaktor hat man 1000 Tonnen Schwermetalle, die produziert wurden. Man baut dann eine PPU auf, die in der Regel für ein Kraftwerk für einen Jahresdurchsatz von 1000 Tonnen ausgelegt ist. Hier würden schon 500 Tonnen ausreichen, aber im Zusammenhang mit dem Reaktorkern eher dann 1000. Und dann ist man relativ schnell in der Lage, dieses in zwei Jahren so aufzutrennen, dass man 30 Tonnen Spaltprodukte hat, die nach 300 Jahren zerfallen ist. Man hat 960 Tonnen Uran, was kein radioaktiver Abfall ist, sondern Wertstoff. Und man hat 10 Tonnen Transuranen, Plutonium und die Minoractiniden. Minoractiniden sind Neptunium, Curium, Americium, die hauptsächlichen, die eben das Endlagerproblem ausmachen. Das sind alle Schritte, die jetzt ohne weiteres möglich sind. Der nächste Schritt ist dann, einen DFR-Kern mit hinzuzubauen. Und der verbraucht 1,5
1,2 Tonnen pro Jahr. Und das bedeutet, dass man innerhalb von 15 bis 20 Jahren diese Mengen hier abgebaut hat. Und man kann natürlich das Uran auch weiter nutzen. Und dann hätte man hier eine Betriebszeit, also eine theoretische Betriebszeit von ungefähr 200 Jahren noch. Also das heißt, das, was wir an Müll haben, ist in der Lage, die Komplettenergieversorgung Deutschlands für mehrere Jahrzehnte zu übernehmen, ohne dass irgendwas neu geschürft oder abgebaut werden muss. Ja, wir sind in der Zeit vorangeschritten. Das sind jetzt hier detailliertere Schemen, die ich jetzt mal überspringe bzw. schnell abarbeite. Wir haben durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert eine Studie erstellt, wo eben die Möglichkeit gezeigt wird, wie man so etwas konkret technisch angeht, also wie das durchführbar ist. Gut, das ist wenig überraschend. Wie gesagt, das beruht auf bekannten Technologien, aber das ist jetzt mal für diese Anwendung konkret ausgeführt. Das kann man nachlesen auf unseren Webseiten und sich das entsprechende auch herunterladen. Gut, das ist so ein entsprechendes Fließdiagramm, wie das abläuft. Im Prinzip hat man eine Anlage, die Brennelemente zerlegt, die entsprechenden Pellets rausholt, die dann zermalt. Die werden dann in einen chemischen Redoxreaktor als Oxide, als Metalloxide, die sie vorliegen, mittels Verbrennung mit Chlorkohlenstoff in Chloridsalze umgewandelt. Und diese Chloridsalze gehen dann in diese fraktionierten Destillationskolonnen, die dann die Auftrennung nach Siedepunkt durchführen. Also so sieht etwas ungefähr aus. Wie gesagt, ja, da ist was schiefgelaufen bei der Übertragung, aber gut, wir haben eh nicht mehr die Zeit. Da haben wir, okay, ja. Das Ganze führt halt hier von der Effizienz des DFRs dazu, dass anders als beim Druckwasserreaktor hier mit 75 und 30 für die fossilen Kraftwerke, man für ein 3-Gigawatt-Kraftwerk bei 2000 herauskommen würde. Also das heißt, hier kommt es zu einem deutlichen Effizienzgewinn aufgrund all der Maßnahmen, die ich erläutert hatte. Und das kann man leicht verplausibilisieren anhand des Erntefaktors der heutigen Generation LWRs, Generation 2 LWRs von 75, wobei eben durch den Wegfall dieser ganzen Komponenten, Anreicherung fällt weg, Bau und Betrieb ist vereinfacht, die Uranbeschaffung reduziert sich auf 1%, der Brennstoffkreislauf extern fällt weg, aufgrund der geringen Größe ist der Rückbau einfacher, kommt man eben auf 2000 für solch ein Kraftwerk mit Salzbrennstoff und für den Metallbrennstoff sogar auf 5000. Wobei die theoretische Grenze für die Kernspaltung auf der Erde im Prinzip bei 10.000 liegt, was sich daraus ergibt, dass man, dass ja Uran und Thorium so dünn in der Erdkruste konzentriert sind, dass man sehr hohe Energiemengen für deren Extraktion braucht. Also das heißt, 10.000 ist die theoretische Grenze. Aber das bedeutet ja quasi, dass man immerhin hier um einen Faktor 20 bis 50 hochgeht und gegenüber der heutigen fossilen Kraftwerkstechnik, die dominiert, um einen Faktor 100. Das ist ein Sprung, den man sich nur so vorstellen kann wie etwa die andere Richtung, also um einen Faktor 10 geringer, was die Energiewende bedeuten würde und uns in die vorindustrielle Zeit katapultiert. Also unser ganzes modernes Leben, der ganze Wohlstand basiert auf den Faktor 10 der fossilen Kraftwerkstechnik gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und dadurch wird das erst alles möglich. Es ist ja so, heutzutage ist es natürlich nicht so, dass Windstrom 10-mal teurer ist, aber das liegt halt daran, weil es eine Subventionierung gibt, außerdem EEG, die nie erwähnt wird, nämlich dass Windkraftanlagen und Photovoltaikzellen mit dieser Energie hier hergestellt werden. Wenn man jetzt, wie es ja die Energiewende als Konsequenz hat, Solarzellen aus Solar- und Windstrom herstellt und die entsprechenden Anlagen, dann schlägt dieser Faktor 10 vollständig durch. Und das bedeutet nicht nur, dass die Stromrechnung am Ende um den Faktor 10 teurer wird, sondern sämtliche anderen Produkte, die mit dieser Energie hergestellt werden, auch. Das bedeutet eine Zehntelung unseres Lebensstandards und das bedeutet die komplette Verarmung. Also es ist nicht die Frage, ob die Energiewende scheitert, sondern die Frage ist, wann genug Bankrott produziert ist, dass das Ganze abgebrochen und gestoppt wird.
So. Also auch nochmal zu der gestellten Frage häufig, warum der MSR nicht schon längst gebaut wurde. Und der Erfinder sowohl der Druckwasserreaktortechnik als auch der Salzschmelzereaktortechnik hat das hier verdeutlicht. Gegen dessen entschiedenen Widerstand wurde von der US-Regierung unter Nixon 1973 beschlossen, den MSR nicht zu bauen. Stattdessen die Druckwasserreaktortechnik und die Technik der schnellen Brüters weiterzuentwickeln. Also das war halt eine historische staatsbürokratische Fehlentscheidung. Unsere Welt sehe heute anders aus. Naja, wie immer, wenn der Staat in Gebieten entscheidet, die nicht zu seiner Kernkompetenz gehören. Hier DFR-Anwendungen, also die ganze Effizienz nach heutigen Preisen berechnet, die ja verteuert sind, dadurch, dass man den DFR eben auch mit heutiger Energie bauen muss, dass man Investitionskosten von ungefähr 1 Euro pro Watt installierter Leistung hat, das ist weniger als ein Kohlekraftwerk. Man kann damit neben sehr günstigen Strom, also das sind Overnight-Kosten, möchte ich betonen, also Kapitalkosten, Zinsen sind nicht enthalten, für den richtigen Vergleich, dass man in diesem Bereich hier liegt. Aus der Abwärme kann man immer noch Meerwasserentsalzung durchführen bei 250 Grad. Man kann damit eben Kraftstoffsynthese herstellen. Und was sehr interessant ist, es eröffnet die einzig, nach heutigem Stand, einzig konkurrenzfähige, wettbewerbsfähige Form der Elektromobilität. Und das wäre Elektromobilität auf Basis der Hydrazin-Brennstoffzelle. Also das ist die einzige Kombination, die günstiger wäre als heutige Verbrenner. Und sich ohne Subventionieren staatliche Verbote und Zwang durchsetzen könnte. Wobei durchsetzen wird sich die Batterie-Elektromobilität nie, denn staatlicher Zwang, Verbote und Subventionen können ja immer nur eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten werden. Das bricht dann immer in sich zusammen. Ja, also gut, man kann mit der Chemie, mit der Prozesschemie eben auch Kohle verflüssigen, das ist eine Möglichkeit, oder den Wasserstoff direkt nutzen. Wasserstoffdirektnutzung ist nicht so interessant, weil die volumetrische Energiedichte von Wasserstoff gering ist und für Fahrzeuge daher nicht so geeignet ist. Daher nimmt man lieber anderes. Also Kohleverflüssigung, das andere sind halt Azantreibstoffe, also so stickstoffbasiert. Davon wäre denn eines Ammoniak, wurde in der Vergangenheit auch schon verwendet, mit Erzeugungskosten 20 Cent pro Liter, oder eben Hydrazin mit den erwähnten Eigenschaften, wobei eben Ammoniak und Hydrazin in heutigen Verbrennungsmotoren auch bereits direkt nutzbar sind, mit sehr geringen Umrüstungen, ähnlich denen, die man braucht, wenn man heute Flüssiggas verwenden möchte. Also das heißt, ein gleitender Übergang mit der vollständigen Infrastruktur, wie wir sie heute bereits haben, Tankstellen, Netz und allem, ist damit ohne weiteres möglich. Gut, eine weitere Möglichkeit ist Silizium-basierte Flüssigbrennstoffe, kann man in Wankelmotoren einsetzen, aber eben auch, weil sie mit praktisch 99% der Luft verbrennen, also auch dem Stickstoff in der Luft, ist es besonders interessant für Hyperschallflugzeuge, die dann Geschwindigkeiten von Mach 15 erreichen bei Flughöhen von ungefähr 100 Kilometern. Also damit wäre die Strecke von Berlin nach Sydney in 1,5 Stunden machbar. Und natürlich interessant als besonders billige Startstufen für den Raumtransport. Ja, das ist hier noch zum Abschluss eine interessante Sache, die über den DFR hinausgeht und an die Verheißung der 50er Jahre anknüpft. Den DFR kann man eben auch nutzen, um Spaltstoff für thermische Reaktoren zu produzieren. Und thermische Reaktoren haben den einzigen Vorteil, dass man sie sehr klein bauen kann, also eben auch für mobile Anwendungen. Und eine, die tatsächlich durchgeführt wurde, ganz interessant war, ist ein Raketentriebwerk mit einem Festbrennstoffreaktorkern, wo flüssiger Wasserstoff reingepumpt wird, der hoch erhitzt wird, durch die Düse entspannt wird und damit in der Lage ist, im Weltraum Raumschiffe mit doppelt so hoher Effizienz wie chemische Triebwerke anzutreiben, wobei man die Kosten und die Flugzeiten im Weltraum wesentlich reduzieren kann. Das ist hier ein Bild von einem Teststand. Also das Triebwerk selber hier, das ist gerade mal kaum größer als
dreimal dieser Laserpunkt übereinander und das ist die Flamme von dem mit der Luft verbrennenden Sauerstoff, der dort rausströmt. Und das Ganze, das Prinzip hier, also ein thermischer Reaktorkern, der mit flüssigem Wasser, der mit Wasserstoff durchströmt wird, kann man eben auch nutzen in einem geschlossenen Kreislauf, wo Wasserstoff als Arbeitsmedium durch einen Reaktor getrieben wird und mit einer Turbine eine Welle antreibt, die wiederum den Kompressor für den Wasserstoff antreibt und dann die Restwärme über einen Wärmetauscher geht, was denn vor allen Dingen den Zweck hat, dass man einen Kompressor, einen Turbokompressor für Luft antreiben kann, sodass man Druckluft erhält. Und mit dieser Druckluft wäre das echte fliegende Auto, also die Verheißung der Vergangenheit, möglich. Wobei die Konstruktion ähnlich ist wie bei dem britischen Jagdflugzeug Sea Harrier, wo man vier Druckluftdüsen hat, die halt schwenkbar sind, die das Flugzeug in einem Schwebezustand halten können, aber eben auch in größeren Höhen nach hinten geschwenkt werden und für einen Vortrieb sorgen. Also das alles ist technisch möglich, hat mit den DFR zunächst mal nichts zu tun, wusste man auch in der Vergangenheit. Nur eben der DFR kann den nötigen Spaltstoff dazu zur Verfügung stellen, dass so etwas tatsächlich machbar wird. Ja, noch jetzt als allerletztes unsere schönen Ziele der Energiewende hier. Alles mit bisher 400 Milliarden Euro. Alles verfehlt und das E-2050-Szenario würde uns 2,5 Billionen kosten. Und die Ersetzungskosten für den Infrastrukturpark, also die ganzen Windräder, Solaranlagen und dergleichen, pro Jahr 1 Billion Euro. Also das heißt, das Ganze ist komplett ruinös, wie es der Erntefaktor vorhersagt. Und wir würden uns eben in die vorindustrielle Zeit, das 18. Jahrhundert zurückkatapultieren. Aber wie halt Hermann Scheer von der SPD sagte, das war das goldene Solarzeitalter. So sieht das golden aus. So, umgekehrt, wenn man diesen Faktor 100 als auf die Effizienz draufschlägt des ganzen Systems, damit die volkswirtschaftliche Produktionskette umsteigt, würde man den heutigen Effekt, hätte man für nur 40 Milliarden, für 120 Milliarden die Gesamtelektrizitätserzeugung und käme mittelfristig auf Stromkosten von unter 1 Cent die Kilowattstunde und durch die Umstellung, also dieser erwähnte Rückkopplungseffekt über der Volkswirtschaft, auf unter 0,1 Cent die Kilowattstunde. Das würde also insgesamt einen Faktor 100 bedeuten, der eine neue industrielle Revolution lostreten würde. Denn es gibt eine ganze Reihe von innovativen Technologien, die in den Schubladen lagern, die aufgrund von zu hoher Energiekosten heute einfach noch nicht machbar sind. Die werden dann machbar. Also das ist der Weg in die Zukunft und das ist der Weg nach Ansicht vieler Experten aus der nun einsetzenden Rezession, die uns droht, die wohl ähnlich schwer werden wird wie in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, um da wieder rauszukommen. Und zwar mit Volldampf. Ja, wir haben ja jetzt im Prinzip den Fall Sozialismus schaffen ohne, also Ruinen schaffen ohne Waffen, wie es für den Sozialismus üblich ist. Das findet heute in der BRD mit unserer Industrie statt. Ja, und danach muss halt wieder aufgebaut werden. Ja, hier nochmal der Hinweis auf das Buch und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dr. Ruprecht, Herr Dr. Hucke, recht herzlichen Dank für den informativen Beitrag. Sie schauen alle miteinander genauso, wie ich geschaut habe, weil ich das erste Mal von dem Ding gehört habe. Man kann es nicht glauben, man kann nicht glauben, warum das dieses in den Schubläden steckt und nicht gemacht wird. Wir von der AfD, wir werden alles dafür da, dass wir in Bayern wieder Vorreiter werden in Technologie. Und so viel möchte ich auch noch dazu sagen, ich werde so lange nicht aufhören, über dieses Thema zu sprechen, bis das geschieht. Und das Nächste ist dann auch, es wird immer gesagt, man macht keine Sachpolitik. Ich bin jetzt seit einem Jahr im Bayerischen Landtag, ich mache nichts anderes. Und dann hat noch, ich freue mich, dass so viel Kummer sind. Und ich hoffe, wir sehen uns noch öfters. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß bei der Antwort, Frage- und Antwortrunde. Und jetzt übergebe ich das Wort an Matthias Thiermann. Dankeschön. Ja.